Ich glaube, das gibt ganz wenige Videos, auf die so herzzerbrechend gewartet wird, wie auf dieses hier heute. Und zwar könnt ihr das schon im Hintergrund sehen. Und zwar ist der Dalton Cosmetics Adventskalender bei mir eingetroffen. Den haben wir natürlich zusammen ausgepackt. Für alle, die wissen möchten, was da drin ist, bleibt dran hier, dann könnt ihr euch das gleich mit mir zusammen ansehen. Für alle, die sagen, ich will mir den gerne gönnen, hau ich hier oben den Rabattcode schon mal rein und dann könnt ihr euch das gerne bestellen, ohne zu sehen, was da drin ist. Ich finde, das Design ist so dermaßen dieses Jahr gelungen. Also ein schönes Weiß-Blau finde ich richtig mega. Auch so, er sieht so edel aus. Ich würde sagen, wir genießen einfach nochmal so ein bisschen das Design. Wie gesagt, mir gefällt das einfach so gut, dass das so clean ist. Dass das nicht so kunterbunt ist, obwohl das ja immer Geschmackssache ist. Ich finde das richtig schön, auch mit diesem Schleifchen an der Seite. Und wie gesagt, dass der wirklich eine nicht so ein Kippelkandidat ist, dass das immer so hin und her wackelt alles. Auch wenn die Katze da mal rausspringt, glaube ich, wird da nichts passieren, weil der hat halt richtig Gewicht und der ist richtig gut. Und ich denke einfach mal so, ich mag dieses Clean ja sowieso gerne. Ne? Hier ist so ein ganz mini kleiner Eindruck, dass ihr einfach mal gucken könnt, so, was erwartet uns hier gleich? Und dann arbeiten wir uns Tür für Tür, arbeiten wir uns hier ganz einfach durch. Und ich finde wirklich so, auch hinten drauf, ne, habe ich jetzt gar nicht im Vorfeld erwähnt, hinten drauf steht auch nochmal detailliert drin, was da natürlich drin ist. Da kannst du nochmal nachlesen, weil alle Produkte kennt man ja meistens gar nicht. Die kennt man meistens gar nicht und da kann man super gut nachlesen, was das eigentlich genau ist und kann vielleicht auf der Seite von Dalton, da kann man auch nochmal super gerne nochmal ein bisschen schnüffeln, ein bisschen gucken, was es da so gibt. Auch ein bisschen die Geschichte finde ich auch sehr interessant. 40 Jahre, ich meine, oder über 40 Jahre, ne? Das ist fast so alt wie ich, die Firma Dalton. Und das ist schon richtig alt. Finde ich toll. Finde ich klasse. Und die werden ja mit den Jahren, werden die auch so viel entwickeln und machen und tun. Und ich bin sehr gespannt, was uns da noch alles erwartet. Aber ich würde sagen, so, jetzt geht's ran an die Türchen und dann gucken wir mal. Und ja, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich das richtig schön finden, wenn du das jetzt hier mal nebenbei so machst. Weil so verpasst du einfach keinen Content von mir, ne, mit meinen Sprachstörungen, ne. Schon im Vorfeld gesagt, es gab auch einige Weihnachtskalender, so, die ich so über die Jahre jetzt so getestet habe und für mich jetzt so privat einfach. Und da habe ich mit manchen wirklich mit der Nagelfeile nachhelfen müssen, um das Türchen aufzukriegen. Ist hier nicht gegeben, ist spielend einfach, finde ich richtig gut. Das erste Produkt schon mal hier wirklich, diese Augenpads, die liebe ich ja, wisst ihr, ne. Das war aber gleich mal hier my big friend, ne? Mag ich total gerne, habe ich immer wirklich liegen, finde ich einfach super. Hier ist was ganz Interessantes drin, das habe ich auch schon mal vor längerem genutzt, und zwar ein Comfort Clean für Sensitivhäutchen, ein Reinigungsgel. Das finde ich sehr, sehr interessant, finde ich richtig gut. Wollen wir mal schauen, was die drei denn so dahergibt. Und viele denken, oh, eine Ampulle, ne? Aber wer Dalton kennt und liebt, der weiß, welches Schätzchen sich da drinne verbindet. Und das ist nicht nur mal eine Ampulle, sondern die sind immer so besonders und so toll. Und deine Haut, glaub mir, die wird dir das danken. Ein bisschen so meckern muss ich jetzt mal. Ich meine, es wird wahrscheinlich anders nicht möglich sein, ne? Aber dieses kleine Fach, da weißt du schon vorher, dass da eine Ampulle drin ist. Ne? Wenn du eine aufgemacht hast, siehst du die Form, das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Naja, gut, okay. Hier haben wir nochmal ein Enzympeeling. Das feiere ich auch richtig. Das war einer so der ersten Produkte mit, die ich neben der BB-Cream und so weiter für mich ganz einfach entdeckt habe. Finde ich richtig gut. Schauen wir nochmal in die 5 rein. Da ist auch wieder so ein kleines Q10 Energy Boost. Eine Cream Mask ist hier drin. Die habe ich auch schon. Die habe ich in Großformat. Die ist richtig gut. Finde ich klasse. Und ich finde es schön, ne? Es muss nicht immer Full Size sein, sondern ich sag mal für 100, unter 100 Euro, Entschuldigung, kann man sich hier wunderbar mal durch Sortiment so testen. Ist ja nicht alles, was da drin ist, was die haben. Die haben viel, viel mehr. Hier ist drin, kenne ich zum Beispiel auch nicht, Dark Cycle Eye Cream. Also ich habe sowas schon mal bekommen, aber ich irgendwie ist das im Fundus hier untergegangen, weiß ich nicht. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber nicht diesen, da kommen wir nachher noch zu. Für alle, die jetzt bis zum Schluss gucken, gibt es noch eine kleine Überraschung. Hier nochmal eine Ampulle. Und ich hatte ganz vergessen zu sagen, bei der ersten Ampulle, das Teil, was da oben drauf saß, das ist zum Anknacken, also zum Abknacken der Glasampulle. Das ist einfach so
damit das nicht splittert oder du dich verletzt oder wie auch immer. Für alle, die das lieber mit so einem Teil da mögen, finde ich ganz gut. Auch hier drinnen, oh Gott, finde ich so cool. Auch die Masken, ne, die Tuchmasken, die sind richtig schön. Und von Dalton, diese Bubble Mask, die haben wir auch schon, glaube ich, zusammen ausprobiert. Die ist mal richtig Weltklasse, finde ich richtig schön. Und ich mag das so. Seht ihr auch, wie übersichtlich dieser Adventskalender ist, ne? Da musst du gar nicht so, das ist so aufgeräumt, so ordentlich, schön Bodycare. Was haben wir hier noch? Eine Energy, eine Q10, eine Bodylotion. Ich habe ja die im großen Pott immer, diese Bodylotion, ne? Diese Bodybutter. Oh Gott, die liebe ich, ne? Aber ich mag das so, wenn das so aufgeräumt ist, ne? So clean und ich mag das. Hier wieder eine wundervolle Pulle drinne. Da kannst du nie von genug haben. Die finde ich richtig gut. Da ist auch immer so viel drin. Ich habe ja auch diesen, da gibt es noch einen Vernebler für, ne? Dass du das auch mal 2 Tage nutzen kannst, finde ich auch gut. So, hier absolute Vitamin C Serum. Das haben wir auch schon zusammen probiert. Das finde ich einfach nur grandios. Grandios. Und ich meine, du kannst dich wirklich durchs kleine Sortiment, ich muss so kurz das Handy hier ablegen, durchs kurze Sortiment kannst du dich hier einfach ein bisschen durchtesten und mal ein bisschen so die ersten Connections mal mit Dalton machen. Finde ich eine tolle Gelegenheit, weil unter 100 € wirst du das Pflegeprogramm hier im Leben nicht bekommen. Finde ich eine tolle Sache. Ich finde, selbst ausgeplündert sieht der Kalender irgendwie noch gut aus, ne? Selbst dann sieht er noch gut aus, ne? Ich wollte überlegen, ob man den wieder befüllen kann. Aber ich glaube, das geht nicht. Marinefiller, Antifaltenserum. Müssen wir nicht drüber reden? Brauchen wir alle, ne? Ich habe das Urea-Serum, habe ich. Das finde ich richtig gut. Das nutze ich auch aktuell. Und fumptiwump, wieder so eine tolle Ampulle dabei. Also Serenampullen, da bin ich ja sowieso immer sehr empfänglich für. Mag ich so richtig gerne. Finde ich richtig schön. Ich weiß gar nicht, bei welcher Nummer wir jetzt sind. Upsala, da kommt schon wieder ein Serum. Ach, das war das, sag ich mal, Dermacontrol. Also wer unreine Haut hat, ne? Der kann da ganz gut mit arbeiten. Da hatte ich gerade, Miss Muffin war gerade hier bei mir, hat mich heute besucht. Und da hat sie gesagt, das habe ich auch schon mal probiert. Also bei ihr könnt ihr euch heute den Kalender auch anschauen. Und wenn ihr sie unterstützen möchtet, könnt ihr auch über ihren Rabattcode bestellen. Also immer so, wie man das gerne möchte. Da freut sich natürlich jeder YouTuber drüber, wenn du über seinen Link ganz einfach bestellst. Was haben wir hier noch? Ne? Nochmal eine Maske, eine Skin Balance, die Oyster. Aus der Oyster-Serie habe ich noch nicht, ich glaube fast noch gar nichts probiert. Da werde ich mich auch mal so ein bisschen ranpirschen, weil ich mache das schon so lange mit Dalton jetzt und alles habe ich da auch noch immer nicht ausprobiert. Weil ich teste das ja auch richtig und nehme das nicht nur, halte das nicht nur in die Kamera und sage, hey, guck mal, hier gibt's, sondern ich teste das ja auch. Das ist ein Ding, was ich liegen habe, aber immer noch nicht getestet habe, Slow Aging, weil ich stehe ja nicht so auf Retinol. Vielleicht freunde ich mich damit mal irgendwann an. Dann finde ich das ganz gut, wenn man das Ding dann liegen hat, dann werde ich es probieren. Und schauen wir mal. Hier wieder, zack, Bombeng, man konnte es schon vorher sehen, eine Ampulle. Gut, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich dachte schon so, oh. Bevor ich es ausgepackt habe, war die Spannung weg, weil ich wusste, da ist eine Ampulle drin. Na gut, okay. Ja, ich glaube, dass. Nee, da sind noch Türchen. Da sind noch welche. Was haben wir denn? Und wieder. Schon wieder ein wunderbares Triple Hyaluronic. Ein Booster. Finde ich richtig gut. Schönes Serum mag ich sehr gerne. Serum geht sowieso immer, ne? Was haben wir jetzt noch für guck mal hier, eine Ampulle nochmal. Da gibt's auch so mega tolle, ne? Lieb ich und feiere ich richtig. Ich weiß gar nicht, ob ich schon irgendwie im Hintergrund so ein bisschen Weihnachtsmusik einläuten soll oder nicht. Lebkuchen hätte ich mir auch nehmen. Die soll auch, Miss Muffin sagte mir, die soll richtig toll sein. Das ist eine Handcreme, die hat sie schon genutzt. Die riecht natürlich sehr schön weihnachtlich, sagt sie, nach Spekulatius, glaube ich, hat sie erzählt. Richtig schön. Und hier nochmal, das finde ich auch, das kenne ich auch noch gar nicht. Das ist ein Exfoliant. Da muss ich sagen, ich habe das hier neben liegen. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Was steht hier drauf? Ein Peeling. Soft and Pure, ein Peeling zum Testen. Und jetzt kommt die große Überraschung, die 24. Was haben wir da? Nein, ist das auf Stopp gegangen hier. Warte, mach mal weiter, damit ich auch sehen kann, was da drin ist. Ja, und da war eine Full-Size drin, die Hyaluronic Urea Creme in dem neuen Glastiegel schon drin. Und preislich liegen wir hier schon bei 60 €. Das weiß ich mit diesem Tiegel, ne? Also summa summarum
finde ich, dass der Kalender sich auf jeden Fall lohnt, weil da sind einfach nur schöne Sachen drin. Mir gefällt das Design gut. Ich finde auch schön, dass der so stabil ist. Der ist unglaublich stabil, aber auch nur eben aus Pappe gemacht. Finde ich richtig toll, gefällt mir gut. Und ja, hat mir gefallen, das Auspacken. Wenn dir auch, dann nutzt gerne den Rabattcode und packt er zu Hause nochmal selber aus. Oder vielleicht möchtest du den auch gerne verschenken, den Kalender. Finde ich eine tolle Sache. Wir hören uns einfach zum nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao. Alles unten in der Infobox nochmal zum Nachlesen. Und dann hören wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Tschüss.